Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schwebung. Wir sind bei Schwingungen und Wellen und dem Doppler-Effekt. Bevor wir auf den Doppler-Effekt zu sprechen kommen, erstmal zur Schwebung. Und ich hoffe, dass das tontechnisch funktioniert, dass wir hier ein Beispiel hinbekommen. Ich habe hier mal kurz dargestellt, die Schwebung besteht darin, dass zwei Frequenzen genau gleich sind. Die müssen nicht absolut total gleichphasig schwingen. Das heißt, hier die pinke Welle muss sich nicht genau am Anfang wie die blaue befinden, sondern es genügt, wenn die schon wenigstens mit einer gewissen Zeitverschiebung, aber auf jeden Fall auf gleicher Frequenz schwingen. So, das hören wir uns jetzt mal an. Hier wäre T und hier wäre die Amplitude. Das versuchen wir uns mal anzuhören. Kleinen Moment. Ich habe hier eine Stimmgabel. Man hört den Ton. Und ich werde jetzt einen Tongenerator anmachen und praktisch die gleiche Frequenz versuchen zu erzeugen. Und ich gehe mal von unten und nach oben ran und dann müsste man was hören. Gibt es Amplitudenunterschiede. Wir werden dann gleich untersuchen, woran das liegt. Schwebung. Okay, danke. So, wir haben im ersten Fall haben wir hier die Schwebung. Das wäre kein Problem. Ich hatte es kurz erläutert. Ich hoffe, dass man es dann auch hört auf der Aufnahme. Diese Amplitudenunterschiede, die resultieren aus Folgendem. Wenn ich mir jetzt hier im unteren Fall, hier ist keine Schwebung, weil die Frequenzen ja beide nicht stimmen. Wenn ich mir jetzt die Amplituden angucke, dann kann ich einfach sagen, wie bei Wasserwellen, ich kann die Amplituden summieren. Hier hätte ich also die Länge plus die Länge macht insgesamt die Länge. Hier nehmen wir die Länge und 0 bleibt die Länge. Hier haben wir 0 und dafür die Länge. Das heißt, ich mache hier einzelne sozusagen Punkte. Ich werde jetzt nicht immer die roten Striche machen, sondern hier summieren sie sich beide nach unten, habe ich die, hier habe ich die eine, hier habe ich schon wieder eine andere, aber noch nicht so große, weil die positive noch von der negativen weit überlagert wird. Hier ist es genauso, hier wirkt nur die blaue, weil die lila auf Minus ist, hier wirken sie beide in beide Richtungen und so setze ich das fort. Hier habe ich diese Amplitude und so weiter. Also wenn ich diese Punkte jetzt hier mal verbinde, diese roten, die resultierenden sozusagen aus den überlagerten Wellen, dann sieht meine neue Welle so aus. Und da hört man schon, dass die mal lauter und mal leiser und sogar mit scheinbar anderen Frequenzen schwingt. Das könnte ich jetzt hier noch fortsetzen, mache ich jetzt nicht. Auf die rote resultierende Welle kommt es an. Das ist absolut keine Schwebung. Die überlagern sich, das können ziemlich hohe Wellenberge entstehen, hier zum Beispiel. Ne? Einmal die Strecke und einmal noch die, macht schon wieder die. Also das müsste dann wahrscheinlich wieder so aussehen und so geht das immer weiter fort. Ich hoffe, und jetzt werde ich mal ganz kurz das Video anhalten, ob wir den Doppler-Effekt dann auch hören und dann setzen wir hier fort. Also dieses Video ist dann erstmal Schluss und es geht dann hier an der Stelle nochmal weiter zum Doppler-Effekt.